2 Jahre nach unserer White Night Rally von St. Petersburg ist es nun wieder soweit. Einige Leute haben mich immer wieder mal gefragt, wann gibt es die nächste große Tour. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht, um mal zu schauen, was am Schwarzen Meer so geht. Wir, das sind Paul und ich, meine Wenigkeit Sam. Die ersten Bilder hier stammen von unserer Anfahrt durch die wunderschönen Karpaten. Eine wunderschöne Strecke, leider sehr stark befahren und mit dem Motorrad wäre es einfach null Fun-Faktor. In Warna angekommen, haben wir dann direkt noch unser erstes Hotel bezogen, das war sehr schön. Allerdings leider kein Pool, sodass wir dann beim nächsten Mal ein anderes schönes Hotel ausgesucht haben. Hier checken wir gerade mal, was hier geht auf der Hauptstraße. War sehr interessant. Und wie sich das so gehört, haben wir natürlich auch erstmal ein schönes Restaurant rausgesucht, direkt an der Hauptstraße. Es war alles ganz nett und wie ihr seht, auch die Bedienung war sehr angetan von uns. Interessant hier zu erwähnen, dass die Mädels von meinem Moped stehen und nicht von Paul sein. Das spricht doch wohl für sich. Hier ist das Hotel zu sehen, welches wir im nächsten Jahr beziehen werden. Schön mit Pool, eine Bar direkt am Pool, vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, und eine Gurgelzentrale. Insofern alles, was der Biker braucht in seinem Urlaub. Wir hatten dann noch Leute kennengelernt, Biker aus Warna. Die haben uns dann spontan noch in einer Gruppe mit 7-8 Leuten gezeigt, wie es am Goldstrand so aussieht. Da ist eine wunderschöne Bar direkt am Strand und hört man selbst, wie da das Leben abgeht. Schön romantisch, richtig gut, schön gemixte Getränke. Paul, lach mal, komm. Nach der kurzen Nacht ging es dann endlich los. Unser Weg führte uns über die bulgarisch-rumänische Grenze nach Konstanza. Im weiteren Verlauf sind wir dann nach Tulcea gefahren im Donau-Delta, um zu schauen, ob es da direkt einen Grenzübergang gibt. Leider nicht. Insofern wird uns unsere Tour nächstes Jahr dann über Galati in die Ukraine führen. Das ist vielleicht nicht ganz richtig. Galati grenzt ja an Moldawien, aber es ist kaum der Rede wert. Trotzdem, wir müssen dann 2 Kilometer über Moldawien fahren. Aber es ist halb so schlimm wie dieses Jahr, denn im nächsten Jahr braucht man kein Visum mehr. Es wird also visafrei sein, ähnlich wie in die Ukraine. Das Donau-Delta ist natürlich mit seinen vielen tausend Wasserarmen der Donau und den sumpfigen Gebieten ein ganz beeindruckendes Naturschutzgebiet. Man muss es mal gesehen haben, man kann es schlecht erklären. Manchmal fühlt man sich 200 Jahre zurückversetzt, aber glaubt mir, die haben alle ein Foto-Handy. Manchmal ist es nicht zu verstehen. Hier mal ganz kurz Michael Schumacher aus dem Donau-Delta. Und danach kommt meine Wenigkeit mal ganz kurz ins Bild gefahren. Ja, und hier sind wir schon auf der Fähre, irgendwo zwischen Tulcea und Galati. Diese Bilder wollten wir euch nicht vorenthalten, weil es war ein absolutes Schauspiel zu sehen, wie diese 40 Tonnen auf der Fähre fahren. Man sieht es jetzt nicht so genau, aber wir mussten echt unsere Motorräder schon festhalten, weil wir Angst hatten, die Kisten kippen um. Denn wenn so 40 Tonnen auf eine Fähre drauf fährt, da kommt schon richtig Bewegung ins Schiff. Es war absolut nicht zu fassen. Man sieht es hier, was für Absätze da überfahren werden, wie der ganze Kran erstmal wackelt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, und ich will es nochmal übersetzen. Paul ist also froh, dass wir bis hierhin das geschafft haben. Das war gar nicht so einfach, denn wir waren am Samstag da und eigentlich ist da beim Konsul ja zu und wir brauchten ja noch ein Visum. Aber wie das dann so ist, man muss es einfach drauf ankommen lassen und es gab auch jemand, der im Konsulat noch da war und der uns dann gegen 60 Euro ein Visum
verkauft hat. Allerdings ist das egal für nächstes Jahr, wie schon gesagt, Moldawien hat dann Visa frei. Ja, hier sieht man dann, wie wir quasi in Moldawien reinrücken. Den Umweg, den wir in Kauf nehmen mussten, waren ca. 130 Kilometer. Aber der Weg ist ja das Ziel. Hier sind die Straßen noch ganz okay, später werden sie dann schon ziemlich heftig. Aber wie gesagt, nächstes Jahr sind es ja nur 2 Kilometer, insofern kann man das schon verantworten. Nach der ukrainischen Grenzkontrolle und 1000 Fragen, how much, das heißt, was kosten die Bikes, sind wir nun hier wieder unterwegs auf ukrainischer Seite. Die Straßen waren eigentlich ganz passabel, wie man sieht. Ja, und dann haben wir noch den Weltreisenden getroffen, der völlig Verrückte, der von Bergamo, Italien zu Fuß nach Tokio läuft. Ich möchte das in 3 Jahren absolvieren, weil er noch eine Runde im Schwarzmeer läuft und dann anschließend in 2 Jahren wieder zurück. Das heißt also, er ist 5 Jahre unterwegs, hat er uns erzählt. Ich denke, ihn wird wohl niemand angehalten haben, ob er zu schnell war. Aber hier in Russland kannst du auch Strafe bezahlen, weil du die falschen Schuhe anhast. We see you. 3 years. Here, same place. Okay. Have good luck. Ciao. Fünf Jahre. Einmal Italien, Tokio und so weiter. Danke. Ich glaube, so eine Scheiße wird angeboren. Und dann ging es auch schon wieder weiter. Und eben, was wir sehen konnten, waren wir in Odessa. An der Kreuzung direkt haben wir wieder ein paar Biker kennengelernt, die uns dann ein schönes Hotel gezeigt haben. Und auch diese super Waschanlage. Paul, du bist ein Menschenschinder. Die Jungs waren wirklich super. Und Paul hat natürlich seine kapitalistischen Gene hier rauslassen müssen. Wir sind hier zu Gast bei Freunden. 3,78 Euro einmal putzen bitte. Irre, für den Preis. Odessa selber hatten wir nur relativ kurz besichtigen können. Aus dem einfachen Grund, am nächsten Mittag ging schon unsere Fähre nach Istanbul. Den Plan mussten wir leider etwas ändern. Die Krim steht somit nicht auf dem Programm. Aus dem einfachen Grund, wir sind nochmal 1200 Kilometer mehr und damit gehen uns doch nochmal 4 Tage mehr verloren. Da die Reise ja sowieso insgesamt schon etwas Geld kostet, hätte die Krim das Budget, denke ich, bei dem einen oder anderen nochmal gesprengt. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Fähre nach Istanbul zu nehmen. Und die ging leider schon mittags. Und insofern blieb uns nicht viel anderes übrig, als nur zu sagen, hopp oder top. Und wir haben uns quasi für Istanbul entschieden, was, denke ich, auch im Nachhinein die richtige Wahl gewesen ist. Man sieht jetzt hier gleich schön schon den Einlauf am nächsten Morgen im Bosporus. Der Bosporus trennt ja Europa und Asien voneinander. Und es ist schon sagenhaft, diese kleine Meeresverbindung, was da für eine Strömung herrscht. Auch wenn dieser Moment gerade mit Motorradfahren nicht viel zu tun hat, kann ich schon sagen, dass uns dieser Moment sehr beeindruckt hat. Denn der Bosporus ist schon eine Attraktion für sich. Das sieht man hier alle Tage. Und rechts davon jede Menge Moscheen. Links davon der asiatisch geprägte Teil,
es ist schon interessant. Die Grenzkontrolle hat dann doch eine ganze Zeit gedauert. Die Jungs waren da ziemlich genau. Und dadurch sind wir ziemlich spät erst aus dem Hafengelände rausgekommen und haben am nächsten Morgen dann erst Kontakt zum dortigen Chapter aufnehmen können. Dafür, dass wir auch dort ohne Ankündigung erschienen sind, haben sie sich für uns ganz schön ins Zeug gehauen. Wir haben dann am nächsten Morgen Jungs getroffen vom Chapter und waren bei einem noch auf Arbeit. Dann haben wir dann Tee kredenzt bekommen und ein anderer, der schon ein bisschen älter ist, perfekt Deutsch spricht, hat uns dann ein Hotel gezeigt, in dem eigentlich alle Harley-Fahrer vom Chapter da untergebracht werden. In Istanbul selber haben wir dann, wenn wir von A nach B fahren wollten, uns immer Taxis genommen. Aus dem einfachen Grund, weil der Verkehr ist dort nicht zum Aushalten. Es ist ständig Stau, die Hitze drückt von oben und insofern kann sich jeder vorstellen, dass es in einem klimatisierten Taxi dann doch angenehmer ist, die Stadt zu erkunden. Insgesamt hatte ich mir die Überfahrt mit einer ukrainischen Fähre etwas abenteuerlicher vorgestellt. Insofern kann ich aber jetzt sagen, dass die Fähre ungefähr dem entspricht, was wir schon erlebt haben, von Rostock nach Tallinn. Es ist alles auf dem Schiff vorhanden. Es ist eine Bar, ein Casino, ein Restaurant und auch die Kabinen sind eigentlich sehr okay. Also diese Fähre alles in allem kann man empfehlen. Ja, wie kann es anders sein? Den Dealer in Istanbul haben wir natürlich auch besucht. Hier noch in seinem Laden, was als Provisorium gilt. Er baut gerade neu. Nächstes Jahr ist dann der Shop eröffnet. Ja. Hier steht immer da. Laufst du deutlich. Nun sind wir ja nicht gerade die klassischen Saunagänger, aber trotzdem haben wir es uns nicht nehmen lassen, mal ein original türkisches Hammambad zu nehmen. Und mal so richtig schön gewaschen zu werden von dem Mann, das ist mal eine Erfahrung, die muss man mal erlebt haben. Ich muss es nicht jeden Tag haben, aber es war sehr, sehr interessant. Und das gehört auf jeden Fall mit in das Repertoire eines Istanbul-Besuchs. Ja, und hier sehen wir Farol vom Istanbul-Chapter mit seiner jungen Frau. Er hat uns gerade das Hotel Istanbul Conti gezeigt, in dem werden wir nächstes Jahr übernachten. Hier ist der Berlus. Das ist wie in Dresden City. Also ich würde schon sagen, dass mehr los ist als in Dresden. Aber trotzdem, es ist sehr interessant, wie orientalisch dieses Stadtzentrum schon geprägt ist. Für uns eins als Mitteleuropa, Zentraleuropa, was völlig Neues. Und auch die Verkaufskultur ist eine ganz andere als bei uns. Man sieht, in der Türkei macht man sich nicht so die Gedanken. Es geht alles. Dieser Fischstand zum Beispiel würde bei uns wahrscheinlich immer ansatzweise den hygienischen Bestimmungen entsprechen. Und trotzdem, die Leute leben damit sehr gut. Da kannst du deine Bude zuschließen. Konkurrenz ist da. Offiziell sind ca. 10 Millionen Menschen registriert in Istanbul, aber mit der Peripherie leben dann wohl 14 Millionen dort und diese Menschenmassen spiegeln sich natürlich auch in der Begängnis des Zentrums wieder, wie man hier sehr schön sieht.
Ja, zum Verkehr hatte ich ja schon gesagt, es ist nicht ganz so einfach in Istanbul. Es ist besser, man nimmt ein Taxi hier. Schön zu sehen, wie viele gelbe Yellow Caps da unterwegs sind. Und man kommt wirklich günstiger, wenn man sich eines Taxis bedient. Es ist nicht ganz so einfach, einen schnellen Spurwechsel zu machen von rechts nach links in Istanbul. Und auch eine rote Ampel heißt noch lange nicht, dass die anderen stehen bleiben. Hier sind wir mit dem Taxi unterwegs zum Grand Bazaar, eine weitere Attraktion in Istanbul, ein großer Markt, in dem es nahezu alles gibt. Es sind weit über 4000 Geschäfte in dem Areal. Es ist wahnsinnig groß, man kann sich sehr schnell verlaufen und es ist aber auch sehr interessant. Einige Sachen wiederholen sich natürlich ständig, das ist insofern natürlich nicht viel anders als bei uns oder auf den polnischen Märkten und trotzdem war es sehr interessant. Man sollte sich aber trotzdem genau überlegen, bei welchen Artikeln man Kaufinteresse zeigt, denn die türkischen Händler lassen dann nicht mehr locker und es kann schon ziemlich auf die Nerven gehen, wenn das Gebettel anfängt. Ich erinnere mich, dass wir bei einem Schmuckhändler ein paar Fragen gestellt hatten zu einer Kette und dieser Kollege ist uns dann wirklich über den halben Basar hinterhergerannt, zusammen mit seinen Kollegen noch und alles Mögliche hat er uns erzählt und wollte also unbedingt seine Kette verkaufen. Und als wir dann gesagt haben, nein, ist nie, dann waren sie fast schon ein bisschen sauer. Also insofern gut überlegen, was man da macht. Ja, und hier ist schon wieder zu sehen das neueste Einkaufszentrum, was es in Europa momentan gibt und das größte. Abgesichert wie ein Flughafen-Hochsicherheitstrakt. Und diese Aufnahmen sind gemacht von unserem Hotel aus der 12. Etage, aus dem Restaurant. Davon hat man einen wunderschönen Blick bis rüber zum Bosporus, Eingang Schwarzes Meer und Ausgang Mittelmeer. Auf der anderen Seite kann man das Stadion von Galatasaray Istanbul sehr gut sehen und auch, man hat einen wunderschönen Blick über die gesamte Stadt auf dem europäischen Teil von Istanbul. Hier nochmal ein Blick in das Restaurant. Und bevor wir dann uns wieder auf den Weg gemacht haben, sind wir noch einmal auf die asiatische Seite von Istanbul gefahren. Hier war gerade kurz der Eingang zur Brücke zu sehen. Und wie das ja schon üblich ist, muss natürlich auch da sehr gut bezahlt werden. Das heißt also, es ist eine sogenannte Brückenmaut zu bezahlen. In Europa wieder angekommen, ging es dann erstmal direkt auf eine Autobahn, nahtlos über, ca. 200 Kilometer und dann eine kleine Straße Richtung bulgarische Grenze. Wie man hier sieht, sollte man in den Kurven gut aufpassen. Es ist zwar nicht viel Verkehr, aber manchmal sind es Baufahrzeuge, die wir allerhand verlieren. Ja, und das sind jetzt schon die letzten Bilder von unserem Video aus der Vorbereitungstour. Ich kann euch jetzt schon versprechen, die Black Sea Rally 2007 wird mit Sicherheit ein sehr interessantes Event. Das ist ähnlich wie die Whitehead Rally 2003 von St. Petersburg, wo niemand so schnell vergessen wird. Zu guter Letzt wollten wir euch die lustigen Bilder natürlich auch nicht vorenthalten. Das heißt ja immer Screaming Eagle, bei uns heißt es Screaming Donkey. Leider sieht es nicht ganz so gut aus, denn wir hatten nur einen 3-Dollar Kameramann zur Verfügung. Aber ich denke, die Bilder sprechen für sich. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr zur Black Sea Rally 2007. Ja, ich habe nun genug gequatscht, das letzte Wort hat nun Paul. Ich denke mal, dass wir Weihnachten zu Hause sind.